Herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zu Arthur. Ich zensiere mich nicht selber, mache ich nicht, hat sie einmal gesagt, die Schauspielerin Jutta Hoffmann aus Ammendorf bei Halle. Das war Anfang der 70er, als DEFA-Filme wie Die Schlüssel und Der Dritte sich mit einer bisher ungekannten Radikalität der DDR-Wirklichkeit näherten. Jutta Hoffmann spielte die Hauptrollen und wurde so zum Star, auch wenn es das ja in der DDR nicht wirklich gab. Eine Frau mit Haltung. Heute feiert sie ihren 75. Geburtstag. Das Hörbuch Tango ohne Männer, Roman meiner Mutter von Christa Müller, wie eben in unserem Beitrag gesehen, gelesen von Jutta Hoffmann. Können Sie übrigens bis zum 10. März nachhören in der Mediathek von MDR Figaro. Es war ein Freitag, der 11. März vor 5 Jahren. Da änderte sich die Gegend um Fukushima für immer. Ein Erdbeben, ein Tsunami, eine nukleare Katastrophe, noch größer als Tschernobyl. Aber die sichtbaren Verwüstungen waren nur eine Seite der Folgen. In Japan steigt heute die Krebsrate bei Kindern und die radioaktive Belastung des Pazifik ist bis Kanada und Kalifornien messbar. Dennoch versuchen die japanischen Behörden, das Thema totzuschweigen. Was haben wir gelernt seit Fukushima? Das fragt auch Regisseurin Doris Dörri, deren Film Grüße aus Fukushima nächste Woche in unsere Kinos kommt. Fleisch ist mein Gemüse. Sie erinnern sich, 2004 erschien das autobiografische Buch von Heinz Strunk. Ein Bestseller. Sein Titel wird mittlerweile wie ein Sprichwort zitiert. Jetzt hat Heinz Strunk Kritiker und Publikum mit einem völlig andersartigen Werk überrascht. In seinem neuen Roman Der goldene Handschuh, der für den Preis der Leipziger Buchmesse nominiert ist, porträtiert Strunk einen Serienmörder, der, und das ist eine wahre Geschichte, in den 70er Jahren auf der Hamburger Reeperbahn sein Unwesen trieb. In Dresden zu Hause und unterwegs zu großen Konzerten in der ganzen Welt. Der Dresdner Kreuzchor zählt zum immateriellen Kulturerbe. Seit Jahrhunderten eine erfreuliche Botschaft aus der Elbestadt. Morgen feiert der Chor mit einem großen Festakt sein 800-jähriges Bestehen. Der reine Klang der Knabenstimmen galt schon für die Zuhörer im Mittelalter als Vorklang des Gesangs der Engel im Himmel. Heute, da sind sich Kenner und Liebhaber einig, klingt er garantiert noch viel besser als damals. Morgen, wie gesagt, der große Festakt in Dresden. Unser Kulturradio Figaro überträgt über den Tag verteilt Berichte und Sie können das Ereignis natürlich auch online verfolgen. Frecher Humor und tiefe Menschlichkeit. Der Philosoph, Physiker und Aphoristiker Georg Christoph Lichtenberg gilt bis heute als einer der genialsten Köpfe seiner Zeit. Für ihn sollten Sie jetzt nach Jena reisen. Und wohin noch, das verrät Ihnen unser Kulturkalender. Im Anschluss in Nah dran erzählt heute Schauspielerin Ulrike Kriener von Krisen und Höhepunkten in ihrem Leben. Das war Arthur für diese Woche. Danke fürs Zuschauen.